Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario 3D World. Und ab heute sind wir auch mal wieder mit Live-Commentary unterwegs. Ich hoffe heute schnell, also ich gehe mal davon aus, zum Zeitpunkt des Live-Commentaries weiß ich das ja noch nicht, aber ich hoffe, es funktioniert wieder alles. Und wir sind jetzt in der Sternwelt, immer noch, und spielen nun Weltstern 4 rauf auf den Zielpfahl. Das klingt irgendwie sehr crazy, wenn ihr mich fragt. Ich bin gespannt, was sich hinter diesem Level... Alles klar, ein Zeitdruck-Level. Damit hätte ich auch irgendwie rechnen können. Ich schaue jetzt mal kurz, ob hier am Start das ist. Was ist das denn? Also ich... Okay, ich kann ihn direkt aufheben. Ah! Der flüchtet vor mir! Wie cool ist das denn? Okay, das ist eine nice Idee. Mal schauen, was sie aus dieser Idee noch machen. Erstmal hier den grünen Stern holen, ne? Ich hoffe, ich komme jetzt hier nicht irgendwann zufällig auf den Zielpfahl drauf, weil das habe ich eigentlich nicht vor. Oh, das ist gar nicht so easy, sage ich euch. Ich muss mich hier einfach beeilen und hoffen, dass ich hier rechtzeitig alles kriege. Ich hoffe, ich mache hier keine Leichtsinnsfehler oder so. Wie gesagt, ich will ihn ja eigentlich gar nicht... Oh Gott, da habe ich jetzt, glaube ich, einen Fehler gemacht. Nein, habe ich nicht. Ach du Scheiße. Noch passt alles. Oh mein Gott, das ist irgendwie voll crazy, dieses Level. Und, ich werde jetzt hier mal nach oben gehen. Einfach um zu gucken, ob da noch was auf mich wartet. Oh mein Gott, ich hatte... Okay, ich weiß zumindest, wo der Grünstern ist. Okay, ich habe natürlich hier am Anfang Zeit verplempert. Das habe ich natürlich nicht beachtet, aber ich hätte es ja nicht mehr bis zum Grünstern hinter geschafft. Sollte ich hier vielleicht lieber Toad nehmen? Sollte ich hier wirklich einen Charakter nehmen, mit dem es besser ist? Oder glaubt ihr, die haben das Level so entwickelt, dass man es mit jedem Charakter schaffen kann? Ich weiß es nicht, aber ich habe natürlich insgesamt ein bisschen Zeit überall verplempert. Das muss ich natürlich sagen. Hier zum Beispiel auch, aber das ist okay. Also ich glaube mal, ich bin jetzt schneller unterwegs als davor. Ich kann natürlich... Oh, da hätte ich jetzt auch, da hätte ich auch geradeaus gehen können. Also ich muss hier wirklich, ich muss hier wirklich überlegt vorgehen. Jetzt wurde ich getroffen, aber das gehe ich ein. Ich laufe hier natürlich immer die Wege außen rum. Lass mich mal vorbei, Zielpfahl. Ich muss so schnell es geht hinter zum Grünstern. Oh man. Ah, oh, come on. Okay, diesmal wird's was. Diesmal wird's was. Okay, jetzt runter. Und ach man, verdammt. Jetzt habe ich ja nicht mal den goldenen Zielpfahl. Ja, okay, das werde ich dann glaube ich irgendwann mal machen, wenn ich eine Katzenglocke habe. Aber das Level ist crazy. Wie bekommt Tanuki Mario, okay? Was hat der denn mit dem Level zu tun? Voll schwer den Zielgipfel zu kriegen, ja. Ist okay. Ich werde das einfach mal irgendwann mit der Katze machen. Oh. Aber von der Idee her fand ich das Level extrem nice. Also gerne mehr von solchen Ideen. Hat mich mega überrascht, aber fand ich richtig, richtig cool. Okay, dann würde ich mal sagen, nehmen wir kurz hier den Automaten mit, weil ich Bock drauf habe. Zack. Okay. Nur zwei gleiche. Aber immerhin ein One-Up. Yay! Woo! Give me the money. Oh, so. Den Stempel da unten hole ich mir auch gleich. Ich sammle hier mal kurz einfach so alles ein, was ihr so auf den Weg legt. Kann, glaube ich, nicht schaden. Ein Stempel. Bestimmt wieder eine Fee. Oder nee, hier gibt es ja keine Feen mehr. Nein, jetzt gibt es ja auch Katzenmayo. Und unser Stempelboard füllt sich langsam. Also man merkt schon, dass wir fortgeschritten sind. Aber ich meine, bei Part 24, wo wir ja mittlerweile sind, kann man auch schon mal ein bisschen Fortschritt zeigen. Und Captain Toad, ich mache ich, glaube ich, nachher. Ich will jetzt erstmal Bombenspaß im Land der Blöcke. Das klingt interessant. Also ich denke mal, wir werden es hier auf jeden Fall mit Bob-Oms zu tun haben. Und wir dürfen zum ersten Mal Rosalina live spielen. Also beim letzten Mal habe ich sie ja nur nachkommentiert gezockt, meine ich. Die werfe ich mal darunter. Okay. Höchst interessant. Ein Pilz, den kann ich gut gebrauchen. Mir wurde auch schon gesagt, du wirst doch bestimmt gar keinen Spaß mit Rosalina haben, weil sie noch langsamer ist als Peach.
Das kann natürlich sein, aber ihre Drehattacke ist natürlich extrem cool. Da hoch komme ich jetzt nicht. Ist da was? Ach du Scheiße! Okay, hier ist einfach mal eiskalten Megapilz. Damit habe ich jetzt einfach mal gar nicht gerechnet. Da ist Zeit. Und da oben wäre ein... Moment mal. Ich blicke hier gerade nicht durch. Ich mache einfach mal so viel kaputt wie möglich. Was zur Hölle? Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt irgendwas Spezielles hätte erreichen sollen. Falls ja, ich habe es nicht erreicht. Ich habe einfach nur versucht, so viel wie möglich kaputt zu machen. Okay, was ist da oben? Das interessiert mich jetzt zum Beispiel. Da war auch irgendwo was. Ah ja, hier drauf, ne? Da. Okay, da ist nichts. Hier beide auslösen. Ah, sieh mal da an. Da gibt es ein bisschen Cash. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier noch einen Abflug machen werde in dem Level. Und was wird das hier? Ah, zieh mal einer an. Ah, schnell möglichst hoch und dann zack. Und dann da hoch, schnell. Komm, komm. Yes. Okay, Rätselbox. Ich hoffe, hier ist jetzt der erste Grünstein für mich drin. Angebracht wäre es auf jeden Fall. Ah, so, jetzt. Ja, und das war der erste Grünstern. Supi. Supi, supi, supi. Ich habe da unten aber noch den Stempel gesehen, glaube ich. Ja, da. Und an den komme ich jetzt nicht ran. Oh mein Gott, wie deprimierend ist das denn? Och, nee. Ich habe den... Ah. Soll ich das Level nochmal neu starten? Nein, ich hol's nach. Ich hol's nach. Ist okay. Ich hol's nach. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Ist hier hinten was? Ah, hätte ja sein können. Kurze Rutschpassage. Und das da unten sieht doch schon wieder voll verdächtig aus. Ich werde es aber trotzdem hier mal mit einer Bombe probieren. Weil wenn ich jetzt eine Stampfattacke mache und da unten ist nur der Abgrund, ist ja nicht so geil, aber... Okay, wir bekommen hier nur Ding. Und, Rosalina im Tanuki-Anzug. Sexy! Oh, ich darf mir hier den Weg nicht kaputt machen, glaube ich. Weg damit! Ich habe Angst davor. Ich glaube, ich darf mir nicht den Weg kaputt machen. Aber da hinten brauche ich, glaube ich, eine Bombe. So, dich mache ich hier mal so zur Bombe. Dann kannst du mir nichts mehr. Ich werfe dich darüber. Und da ist ein Grünstern drin. Super, den habe ich. Und auch noch genug Weg, um wieder zurückzukommen. Den hier nehme ich mir auch mal mit, um ihn da dagegen zu werfen. Da war aber... Ach, du Scheiße. Aber ich kann die auch mit dem Tanuki. So viel zu... Ich kann sie mit dem Tanuki-Schweif weghauen. Aber Rosalina hat ja zum Glück ihre Drehattacke. Mit der kann sie auch nochmal ordentlich draufhauen. So gehört sich das. Die Macht der Sterne ist stark in ihr und so. Oh, das war ein bisschen zu hoch. Aber hier ist eine Monsterbox drin. Und da oben ist auch irgendwas. Ich werfe hier mal die Bombe dagegen. Dann kann ich hier alles aktivieren, um da hochzukommen. Und hier ist eine Coin, eine Münzcoin. Sehr schön. Da unten könnte eine drin sein. Ist sie auch. Und jetzt muss ich aufpassen, dass mich der Bob unten nicht erwischt. Oh, da bin ich jetzt ziemlich in der Bredouille. Okay, hat gepasst, hat gepasst. Ich werde noch nicht in die Box da gehen, weil ich... Das da oben sieht sehr verdächtig aus. Das sieht sehr, sehr verdächtig aus. Oh, hier kann ich mit dem Mannsprung hoch. Und tatsächlich, hier ist der dritte Grünstern. Wuhu! Dann haben wir... Moment, den Stempel haben wir verpasst. Dann haben wir ja eigentlich schon alles. Oh yeah. Jetzt muss ich nur kurz schauen, dass ich hier kurz alles kriege. Da oben werde ich eine Stampfattacke nehmen. Super. Und dann sollte ich ja hier mit einer Drehattacke super nach oben kommen. Also Rosalina ist ein Charakter, der lässt sich wirklich gut spielen. Vor allem eben wegen der Drehattacke. Die macht sie natürlich besonders stark. Sie läuft natürlich sehr langsam, aber im Gegensatz zu Peach immer noch eine Wohltat. Und jetzt muss ich mal eben kurz den Stempel nachholen. Wir sehen uns gleich an besagter Stelle. Da sind wir, Freunde. Noch kurz schrumpfen und dann haben wir den Stempel. So, da wären wir wieder. Und eigentlich hatte ich ja gesagt, ich wollte das Captain Toad Level machen. Aber ich muss sagen, dieses Level hier oben
Das reizt mich jetzt noch viel mehr. Welt Stern 6 wandern auf dem Wabenweg. Ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Ich will wissen, was hier auf mich wartet. Deswegen muss jetzt das Captain Toad Level leider... Wir können das Level an der Stelle auch wieder gerne beenden. Da hätte ich jetzt gar kein Problem mit. Also gut, Freunde. Spielen wir das Ganze mit Peach. Immerhin kann ich mit ihr ein paar fiese Gegner killen. Oh, sieh mal an. Hier gibt es schon den ersten Grünstein für mich. Ich glaube, der Boomerang ist hier ein essentielles Item. Ich werde aufpassen, dass ich ihn behalten kann. Und wir hören wunderbare Galaxy-Musik. Oh Gott, jetzt kommt auch noch Eis ins Spiel. Moment, da schweben wir drüber. Soll ich die Röhre nehmen oder nicht? Ich glaube, ich muss die Röhre nehmen. Nein, muss ich nicht. Und ich nehme sie auch nicht, weil hier drüben kriege ich nämlich eine Kirsche. Und was ist besser als ein Boomerang? Zwei Boomerangs, richtig. Das steigert nämlich ordentlich unsere Angriffspower und wir bekommen noch einen Boomerang ins Inventar. Super. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwann eine Mission, ja, töte manchmal alle Punktekäfer oder so für den Grünstern. Das kann ich mir gut vorstellen, deswegen nehme ich den mal hier vorsichtshalber mit. So. Tatsächlich! Tatsächlich! Ich habe es gerade noch vermutet. Und hier gibt es ein bisschen Geld. Okay. Ist jetzt, ja, nicht so wertvoll. Ich wollte gerade schon sagen, wo soll es denn jetzt weitergehen? Soll ich den Weg der Münzen nehmen? Okay, das kommt eh wieder zusammen. Oh, jetzt werden wir auch noch von Feuerpflanzen beschossen. Das ist böse. Das ist echt evil. Oh, die können sogar nach unten aus dem Screen rausschießen. Geh drauf, Mann. Sehr gut. Ah, jetzt wird hier noch ein Weg angebaut. Super. Wenn man ein bisschen wartet, öffnen sich hier einem leichtere Wege, als wenn man immer direkt drauf loshastet. Deswegen passe ich da jetzt ein bisschen auf. Gut, dich kill ich mal. Dich auch. Die Biene auch. Da ist ein Grünstern. In der Lava. Jetzt sehe ich ihn gerade aus. Der war total schwer zu sehen und es ist gar nicht so einfach auf dem Eis. Und jetzt hat mich eine verlassen. Oh nein! Stopp! Ich brauch den Stempelmann. Aber der Boomerang ist noch geflogen. Ich wurde getroffen, aber der Boomerang war noch in der Luft und ich habe den Stempel bekommen. Oh yeah. Wir haben den Stempel, drei Grünsterne und das Pixel Luigi in einer Wabe dran. Ja, das war doch easy. Oder? Da haben wir das Level mal ganz easy zu 100% gepackt, würde ich sagen. Oh yeah. Haha. Boah, das ist mir ja richtig durchgerusht. Mein Gott, das ist ja episch. Ich sehe gerade, wir haben drei Level geschafft. Und haben noch locker easy Zeit für das Captain Toad Level. Ich hatte das jetzt irgendwie im Kopf. Ich habe die Zeit gerade nicht so gesehen. Dachte mir, okay, drei Level. Wird der Part schon bald zu Ende sein. Aber da ich auch noch gecuttet habe, wir haben ja noch easy Zeit, wo wir das Captain Toad Level machen können. Ja, super. Ja, cool. Boah, da ist es ja voll der Content-geladene Part, Freunde. Oh, und das Level sieht auch interessant aus. Aber jetzt will ich erstmal wissen, was hier auf mich wartet. Captain Toad ist am Rotieren. Wo rotiert der denn hin? Okay, Captain Toad rotiert. Okay. Ah, ich ahne schon, was das für ein Level wird. So ein ähnliches hatten wir natürlich auch im Hauptspiel. Dann machen wir das halt mal. Warum kriegen wir denn jetzt nochmal die Anleitung, wie wir Captain Toad Level spielen? Ist es jetzt nicht ein bisschen spät in der Sternwelt? Oh, stopp, hier bin ich falsch. Ich habe gerade den falschen Knopf zum Sprinten gedrückt. So, hier vorbei. Jo. Kurz hier den Stempel holen. Super. Jetzt hier rüber. Okay. Schauen wir mal, was hier ist. Ich kann mich hier fallen lassen. Aber da komme ich nicht zum Stern. Okay, aber hier ist noch ein Stern. Den will ich natürlich auch haben. Schnell an dem Elektroviech vorbei. Und jetzt muss ich da hinten den P-Switch betätigen. Eine andere Möglichkeit habe ich nämlich nicht mehr. Okay. Wo rotiert es mich hin? Immer hier im Auge behalten, wo es einen hinrotiert. Okay, jetzt muss ich mich, glaube ich, da vorne fallen lassen. Oh, hier muss ich aufpassen. Ich darf nicht zu nah an die Wand. Nee, stopp. Zu dem komme ich gar nicht, zu dem Stern. Das ist ein Trugschluss. Ich muss da runter. Ja. I see. Ich muss hier runter. Und dann rotiert es mich hier hin. Aber hier ist wieder ein P-Switch. Will ich überhaupt zu dem P-Switch?
Es ist aber der einzige, den ich betätigen kann, oder? Ja, ist, glaube ich, der einzige, den ich betätigen kann. Jetzt muss ich aufpassen, wann das da unten nicht mehr in der Elektroform ist. Jetzt. Zack. Gekillt. Oh, wir haben zwei Sterne gleich verpasst. Das ist heavy. Das ist heavy, Freunde. Hier, dann aktivieren wir doch mal den jetzt. Dann rotiert es mich nach unten. Da war ich aber schon. Oh Mann, ich habe hier irgendwas verkackt. Ich habe hier irgendwas ganz gravierend verkackt. Schnell vorbei. Also, so an den grünen Stern da unten kommen wir jetzt hin. Das sehe ich gerade. Ja, Captain Toad ist hier echt am Rotieren. Mein Kopf rotiert auch gerade ein bisschen. So, super hier hin. Und der letzte Grünstern ist wo? Da oben drin. Okay, wenn wir es jetzt so drehen, sollte ich da hinkommen. Okay, gut, dann haben wir es jetzt, glaube ich. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen öfter gedreht als nötig. Aber ab und zu muss man halt auch einfach mal ein bisschen rotieren, ne? Ab und zu ist Rotieren wichtig. Okay, Captain Toad steht gerade voll in der Elektrosabbel. Aber juckt ihn nicht. Okay, cool. Ja, Leute, dann haben wir 3 Level und das Captain Toad Level in einem Part geschafft. Das war ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt alles klappt und ihr das wieder live habt. Es wäre so schön. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Hübi. Haut rein.